Für 280 Filler dürfen wir hier richtig durchvögeln, habe ich gehört. Ab geht's, ey. Was kriegen wir? Einen Trank der Ewigkeit. Oh, was? Na? Oh, der Türsteher kämpft für mir. Türsteher, boah! Was ist er denn für Türsteher? Boah, er ist ja der harte Türsteher, ey. Der ist ja mal der Hammer. Der harte Türsteher, ey. Jetzt kriegt er erstmal, jetzt wird ihm erstmal das Blut gesaugt. Denkst du, können wir die Noten oben auch umbringen? Denke. Denkst du, kriegen wir Sir Fabian? Wie hieß denn der Sir? Der Türsteher ist gestorben. Yeah, yeah. Das war dein letzter Fehler. Zack. Arrrr. Wollen wir noch mit ihm reden? Das war ein Kathite, der wollte niemals runtergehen. Nee. Hör auf zu reiben und fang an, ihn zu töten. Ohne Kettenrüstung. Was sagt er denn? Der lüsterne Mann. Warte mal. Bitte hab Mitleid mit mir, ich hab Frauen und Kinder. Ein Schwein verdient dich. Sollte ich ja sprechen. Ja, ich glaub schon. Ein Schwein verdient es nicht zu leben. Und eine Frau soll glücklich mit Tod sein. Aussaugen. Saugt mal jemanden zu Tode aus. Nein, ein Frosthelm. Ich hab bringt das nichts noch, außer Blut. Da ich hab nichts. Das noch nie gesehen. Na, und kannst du die nicht zweimal aussaugen und dann... Ja, kann ich machen. Aber ich möchte zack, das mal sehen. Zack. Krack. Jetzt suchst du hier die Barolle aussaugen, oder was? Ja, ich glaube, dass die am wenigsten hat. Damit beweist sich, er zu nur Mädels aussaugen. Ja klar, Pussy lecker. Ich muss ganz kurz weg. Okay. Dann siehst du es aber nicht, wie ich sie. Erik ist so ein Schwein, ey. Er sagt, ich soll sie auslutschen, aber. Egal. Eine normale Seele erhalten. So, habe ich jetzt gemacht, kann Erik bei Gelegenheit nachgucken. So. Was kriegen wir denn Schönes? Ein Lichtring! Yeah, boy! Was sagst du? Letzte Worte. Gnade! Dabei hast du so gut getan. Schade um dich. Boah, ist das böse, ey. Boah, ein Speicherstein. Nehme ich doch gerne. Was hast du mir denn zu sagen? Monster! Hilfe! Oh mein Gott! Deine Schreie machen es auch nicht besser. Na, eigentlich schon. Sie machen es viel besser. Ja, das ist spannender. Boah, ein Silberbarren! Oh. Ja, wir haben übrigens 10.000 Kilo. Wir sollten eine verschonen. Einfach eine verschonen. Oh nein, bitte verschont mich. Woher kommen die Getränke? Wir machen sie. Ihr versteht. Oh, oh, sie pissen. Sie pissen die Getränke. Wir haben ein Mysterium gelöffelt. Wir haben ein Mysterium gelöffelt. Oh, cool. Ein guter Schild. Oh, nehmen wir Lichtschutz, Alter. Oh, Kettenrüstung ist noch besser. Kettenrüstung. Natürlich auf den, der es braucht, ne? Ja, natürlich. Warum haben die alle Lichtringe? Guck mal, der Helm ist sogar richtig gut. 29 Verteidigung. Oh. Wah, wah, wah. Yippie-yo, yippie-yeah, ey. Yippie-yo, yay, motherfucker. Haben wir noch irgendwas Cooles? Nee, ne? Nö. Ja gut, das war doch erfolgreich. Wir gehen nochmal nach oben. Ja, wir möchten ja nochmal ins spanische Zimmer. Ach. Da müssen wir... Warte. Da müssen wir aber auch... Oh, das ist so eine Spaßverderberin. Echt mal, du Spaßbremse. Was soll das denn? Ey, und wenn die ganzen Leichen da unten rum... Ah nee, du hast die alle verwandelt. Warte mal, haben die was mitbekommen? Nö. Alles gut, alles entspannt. Alles schön, ja. Ja, hier gibt's das einzige offizielle Freudenhaus. Das einzige der Welt, wo die Männer... Also die Nutten sind noch am Leben. Ja, die können das jetzt alleine betreiben. Nur die Tänzerinnen nicht mehr. Ohne Kunden, ganz alleine. Ohne Kunden, ganz alleine. So. Einfach draufklatschen, Mann. Einfach kaputt. Weg, ein Räuber mit zwei Zauberinnen. Ich glaube, ich weiß, wobei wir die gestört haben. Ja, ich sag nur bang, bang, bangity bang. Ich sag bang, 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 bangity bang. Bang, bang, bang. Oh, ein Schattenstrahl hat die gezaubert. Sollen wir dir mal unseren Schattenstrahl zeigen? Besser nicht, oder? Wo müssen wir denn jetzt... Baby. Na, unten links im Wald. Da, wo wir schon mal waren. Ja, hier.
Ja, da. Da in der Mitte. War ich gerade. Ja, das ist aber komisch. Guck mal deine Aufgaben nach. Mach ich gleich. Habt ihr das gehört, Leute? Das macht er gleich. Ja, Mama. Yes, Mom. Oh. Okay. Ja. Weiter nach Süden müssen wir, wie es aussieht. Dann kommt ihr zum Schattenschrein. Geh mal weiter nach Süden, da müsste ein Schattenschrein sein, irgendeine Höhle. Ich muss mich hier durchklatschen, Alter. Ach. Jungs, ey. Was hast du eigentlich gegen die Fledermausform? Kostet Mana. Mana, Mana. Also Blut. Mana, Mana. Da so drunter? Ja, so nach Süden, ey. Irgend so ein Wald wird's schon sein, keine Ahnung. Ja, ich schneid das raus. Leider ist alles verpixelt bei mir. Ja, guck einfach mal im Map nach. Um weiterzukommen, geht nach Süden. Geht ihr jedoch nach Osten, kommt ihr zum Schattenschrein. Achso. Ihr kehrt an diesen Ort zurück, wenn ihr einen schwarzen Stein besitzt. Nachdem ihr nach Süden gegangen seid, macht euch weiter nach Süden, um eine große Höhle zu finden. Der schnellste Weg zum Ende dieser Höhle, ihr geht nach rechts und benutzt die Leiter. Geht weiter Richtung Süden. Auf dem Bild ist wieder der Weg eingekennzeichnet, sowie sind alle Geheimgänge in Blau und alle Türen mit weißen Kreuzen versehen. Ja. So, Fledermaus. Mann. Wo muss ich denn jetzt dahin? Süden, einfach nach Süden. Die da? Ja, kann sein. Wollten wir nicht schon mal rein? So Leute, da sind wir wieder. Was heißt nochmal das andere? Ist das andere nicht, dass Abraxas in der Nähe ist, der Totenkopf? Ich weiß es nicht. Ich sehe gerade keinen Totenkopf. Ich habe hier immer noch... hier liegt irgendwie Gefahr in der Luft, Miriam, Frau Mann. Und es kommt noch härter. Wollen über die Galaxis regieren. Los, Jesse. Ziemlich viele Skelette hier. Das weiß ich Gutes. Alter. Das war, glaube ich, der Abraxas-Kopf, oder? Oder der Vampir-Kopf? Gegenstand. Es ist mal richtig krass, Zeit zu speichern. Speicherzeit. Da, fuck, da, fuck. What the... Erik? Geh aus der Höhle raus, Speicher. Der sieht groß aus. Groß und böse. Ich hab da Angst vor, ohne Scheiß. Ich habe noch nie Einheiten sich bewegen sehen, so richtig. Zombies. Zombies, ja, Zombies. Aber Zombies... Das sieht mir irgendwie nach so einem Mini-Drachen aus. Der Typ im Bordell. Ja. Der hat sich auch bewegt. Herzlichen Glückwunsch in seiner Hosenregion. Ja, komm los, jetzt mach hier auf. Okay. Wir haben hier ja das Problem, ne? Hier haben Irren wir das Echsenweg. Oh yeah. Ja, war das. Kann das vielleicht die Höhle sein, bei denen der eine Typ so Pech hatte? What? Was meinst du? Na, dieser eine Typ, für den das dumm ist. Vielleicht hat er davon geredet. Schattenstrahl, mal gucken, was das für ein Schaden macht. Oh, 120. Gut, effektiv. Effektiv. Oh, start mit großen Augen. Alle verstummen. Elaine ist ja auch scheiße. Die einzige, die keine effektiven Zauber hat, ist stumm. Gutes Monster. Du bist klug. K-L-U-K. Geil. Hier, zur Belohnung kriegst du einen Schattenstrahl. Und noch einen, weil es so schön war. Bin schön. Mit grünem Schweiß. Was? Der hat gerade... Der hat gerade Leben. Geschwitzt. Und dadurch Leben verloren. Oh Mann, ey. Durch Schwitzen Leben verlieren, das ist doch mal was. Kannst du mal verrecken? Wie viel Leben hat der? Ich glaube, der kriegt dadurch Leben, nicht minus Leben. Ja, krass. Komm, wieder, du verfehlst wieder. Du machst wieder einen Schattenstrahl. Noch einen Schattenstrahl. Alter, wie viel Leben hat das Viech? Also bis jetzt irgendwas mit 1000. Fähigkeiten. Ich muss mal ein bisschen Blut lutschen. Blut lutschen. Er kann nochmal Schattenstrahl machen und du greifst nochmal an. Yeah. Saug es aus!
War wunderbar. Boah, das war doch einfach. Der war einfach nur bulky. Starke Seele. Starke Seele, Alter. Und jetzt stirb du wie ich. So, ich denke, wir können jedenfalls Silber abbauen lassen. Yes! Geil! Oh, cool. Geiler Shit, mehr Silber. Noch mehr, als hätten wir nicht schon genug. Wir haben schon 1000 Kilo Silber. Peter, wir haben keine Arbeit in dieser Mine. Wollt ihr mehr Arbeit erschaffen? Ja, ist immer gut, ne? Ja, mach mal. Noch mehr, oder? Ja, immer. Wir immer können nicht genug Silber Arbeitern haben. Rein. Immer und rein. Aber ich glaube, das Silber mehr, ey. Wollt ihr mehr? Ja, aber ihr habt nicht genug. Achso. Oh. Ein Einzelner soll reichen. So, okay, das hat aber nichts mit uns zu tun. So, also... Noch weiter Süden? Das war nicht die Höhle. Es war aber eine Höhle mit Silber. Ja, noch weiter Süden gehen vielleicht, ne? Warte. Ja, ich nehm's mal an. Noch südlicher? Hast du noch keine Kartenangaben oder so? Nö, das ist nur ein Kreuz in den Wald, in dem wir schon waren. Aber das da? Nö. Hier kommen nur Städte, hier verlasse ich den Kontinent, das kann nicht richtig sein. Der königliche Ritter Sir Patrick, von ihm erfahrt ihr, dass die Höhle im Süden gefunden wurde. Geht einfach von Uruk geradewegs nach Süden. Ihr solltet jedoch etwas trainieren. Level 25 aufwärts ist eine gute Basis für das bevorstehende Abenteuer. Ihr findet den Wald recht einfach. Er ist auf der unten deutlich... Ja, das ist der Wald direkt links neben der Stadt, aber da ist das ja nicht. Na ja. Guck dir doch den Guide an, ich hab ihn dir doch geschickt. Ja, ich... Hier runter doch eigentlich nur noch. Ja, ich glaube schon. So Leute, habe ich bis dahin vorgespult, hoffentlich? Schattenwald. Schattenmondwolf. Was? Nichts. Hä? So, die Frage ist jetzt, gucken wir uns mal ein bisschen hier oben. Da liegen die auf dem Kopf? Keine Ahnung. Was seid ihr? Ich glaube, das sind so Ameisen mit Stacheln, die aus dem Loch kommen. Erstmal Blut saugen. Schmeckt die Scheiße. Suck that, bitch. Achso, die kann man nicht saugen. Gehören auch zu den Insekten. Mhm. Boah, wenn Walnut 10 HP fällt, dann gehen die anderen instant tot. Aber die haben anscheinend keine Effekte oder sowas. Das ist ganz gut. Also, wir töten die und damit ist Ende. Nein, magisch krank. Wird magisch krank. Boah, pisst dich das nicht auch an, wenn du auf einmal magischerweise krank wirst? Normale Seelen. Cooler Shit, Mann. Neuer Arbeiter. Arbeit, Arbeit. So, Gegenstand. Scherzmittel. Wo müssen wir hier lang? Nach unten, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen, aber da schon mal nicht. Dann halt vielleicht nach rechts. Das sieht nach dem Weg aus. Okay, wieder Scherzkäfer. Wo? Oh, Todesblume! Oh. Was ein Name, ey, die Todesblume. Wer kennt sie nicht? Kann man die aussaugen? Todesblume! Erstmal gucken, ob es schmeckt. Oh, nee, geht nicht. Todesblume! Schwarze Poren. Wir können nicht mehr sehen. Aber wir können doch noch angreifen, oder? Einfach draufhauen. Immer mitten in die Fresse rein. Stirb, Todesblume! Ja, ist kein Ding. Blind. Ray Charles hat blind die krassesten Sachen gemacht. Also, können wir auch eine Todesblume töten? Bist du kein Ding. Außerdem ist eh nur Eiche oder allein oder wie auch immer. Keine Ahnung. Die alte. Scheißname. Die Alki-Tante. Die Alki-Tante. Oha, miese Krise kommen die, ey. Warum fighten wir die überhaupt noch? Weil Flüchten oftmals nicht geht. Ach. Die machen Schaden. Okay. Mach ihn weg, Mann. Okay. Alter, 50 Schaden. Interessant. Mach sie doch weg. Verreck. Erik, die werden langsam wieder stärker. Wir müssen wieder trainieren.
Das soll Level 25 Gebiet sein, also jetzt heu mal nicht rum. Oh, wir haben nicht genügend Int. Oder? Doch, eine Lebensrune. Was kann man mit einer Lebensrune machen? Teufelskäfer erschrecken. Dass sie auf den Rücken fallen. Die nehmen aber das Loch denn mit, ne? Die haben ein Loch? Das ist ein Loch? Ja, die krabbeln aus dem Loch raus. Ich dachte so aus der Hölle oder so. Boah, wieder ein einzelner Teufelskäfer. Ein Teufelskäfer kommt immer allein, kann das sein? Ja. Oha, der hat gelitten. Ich glaube, ich bin hier richtig, kann das? Kann sein. Alter, wer hat in der BPN-Zahl der Drumline rumgespielt? Die geht so immer noch so schlimm? Nee, so am Anfang vom Fight immer. Mhm. Boah, alle weichen auf. Die tanzen miteinander. Komm, Walnuss, critical. Ah, reicht auch. Die geben gute Erfahrung und es ist einfach. Na denn? Da ist ein auffällig unauffälliger Busch. Achte mal drauf. Ja. So, die Folge müssen wir ein bisschen länger machen, weil ich ja vermutlich geschnitten haben werde. Oder geboostet mit der Geschwindigkeit. Der da, das ist die, nein, das sind zu viele unauffällige, auffällige. Unauffällige, auffällige. Wo geht's hier unten runter? Geht's hier raus? Ja, ne? Ja, bestimmt. Ich hab keinen Bock, dass ich durch den ganzen Wald nochmal laufen muss. Wir können ja fliegen. Ja, könnten wir in der Theorie. Du willst nicht fliegen, oder? Nein, ich will nicht fliegen. Warum nicht? Was hast du dagegen? Das kostet Blut. Ja, und du hast doch 3000 Blut. Ja, und? Ich muss es ja nicht verbrauchen. Wirklich, so knickerig bist du also. Ja, bei Blut bin ich das. Ja. Blutspenden, wer macht denn sowas? So Boons, Alter. Nein, das sollte ich jetzt nicht ernst gemeint, Leute, ne? Also, wenn ihr Blut spendet, habt ihr den tiefsten Respekt von mir, denn ich als Vampir weiß, wie wichtig das sein kann. So. Oh Mann, Alter. Die Käfer werden mehr. Ist wie in Bayern. Mann! Oh. Warum? Ganz ehrlich, ich müsste doch sicher fliehen können vor Blumen. Ohne Scheiß. Na, scheint wohl so, als wärst du festgewurzelt vor Angst. Killer. Alle meine Sprüche sind Killer. Wir überraschen den Gegner, dann können wir auch wieder abhauen. Wo geht's denn hier raus? Hier? Bin ich hier richtig? Keine Ahnung. Sieht das richtig aus? Es sieht nicht falsch aus. Es sieht aus, als wäre ich hier schon mal langgelaufen irgendwie. Aber ist nicht falsch auch richtig? Das ist die Frage. Deine Mama. Was hat meine Mutti damit zu tun? Dass sie ein netter Mensch ist. Ja, das weiß ich. Die passt also nicht in das Spiel hier rein. Ey, das war ein Kompliment. Ja. Ja, du Kackwurst. Hast gesagt, sie ist nicht gut genug für das Spiel. Gesagt, sie ist zu nett. Alter. Das will nicht weitergehen hier, oder? Jetzt muss ich wieder nach oben. Da, fuck. Also, scheiß Käfer. Ich stelle mir mittlerweile die ganzen Käfer und Blumen vor, die mir hinterher krabbeln, ey. Boah, Mann. Lass mich hier raus. Käferarmee. Boah, Leute, ey. Du hast mich bald so weit. Bald fange ich an zu fliegen. Oh. Oh, ein Vampirstein. Was ist ein Vampirstein? Keine Ahnung. Komplette Heilung für alle. Hui. So beim Bossfight. Ja, hört sich gut an. Wo muss ich hier lang, Erik? Ich hab keine Ahnung. Ich will die Blumen nicht bekämpfen. Boah! Ganz ehrlich, da stehen so ein paar Bäume, aber 3 Milliarden Käfer leben in dem Wald und 50 Millionen Todesblumen. Okay. Was haben wir hier? Ein Eisring. Geil. Okay. Oh, ich glaube, hier gosh. Ich bin gerade krass im Kreis gelaufen. Das war so krass im Kreis gelaufen. So, Leute, wir machen hier wieder einen Schnitt, denn wir suchen offscreen kürzere Folge nach dem Weg. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.